Hallo, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute habe ich ganz viele Früchte mitgebracht und einige Rosen, denn wir kandieren heute mit Zucker einige Früchte, also wie Erdbeeren habe ich dabei, Aprikosen habe ich dabei, einige Kirschen und Blaubeeren. Und das werden wir also zum einen Kuchen zum Verzieren verwenden. Dann sind die schön knackig im Zucker. Diesen Tipp habe ich irgendwo im Internet gefunden und ich muss sie unbedingt ausprobieren. So, lass uns schauen, was brauchen wir dafür. Wir brauchen 2 Tassen Zucker. Das gebe ich hier auch mit in meinen Topf hinein. Und 1 Tasse Wasser. Und dann kocht man das zum Sirup. Und 1/4 Tasse, ja, so Agavendicksaft oder irgendein Sirup, was du also gut verwenden kannst. 1/4 Tasse, damit das auch schön schmelzen kann. Das geben wir jetzt hier natürlich mit hinein und lassen das ganz schön aufkochen, bis es blubbert und bis das so eine, ja, so eine schöne Masse wird. Dann bis gleich. So, jetzt habe ich einige Erdbeeren dabei und wir schneiden jetzt da draus einfach so die Ecken an, was man auch im Grunde auch für Tomaten diese Technik verwenden kann. Wenn man auch so Rosen aus Tomaten machen möchte oder halt aus Erdbeeren. Und die zieht man dann so ein bisschen auseinander. So. Und ich habe hier schon einige Erdbeeren gemacht, aber schaut mal, ich habe auch Rosen gemacht und die sind wirklich so schöne Duftrosen aus dem Garten. Also ich habe hier hinten einfach ja diesen Stiel abgeschnitten, so ungefähr, dann ist das schön weich innen drin, schau mal. Und hier kann man so schön einen Schaschlikspieß reinstecken, so, ne? Das kommt ja auch mit in der Rose. Bitte? Nur aus dem Garten, ja. Also, natürlich sind die dann auch essbar. Die sind nicht gespritzt, ja. So, die sind nicht gespritzt. Die duften aber auch. Also, schöne. Aprikosen habe ich auch so eingeschnitten. Ich nehme noch eine Aprikose. So, immer so eingeschnitten, dass das wie so eine Blüte daraus wird, ja, immer so ein Stück, ja, immer so angeschnitten und das kann man so auseinanderziehen, während man das in den Zucker rein macht und hier auch noch mal anschneiden und steckt man das hier auf so einen Schaschlikspieß. So, dann habe ich Kirschen vorbereitet. Ich wollte jetzt alles ausprobieren, auch aus dem Garten. Und wir haben einige Blaubeeren, auch so als zum Zierde bestimmt ganz schön. Außerdem haben wir einige Johannisbeeren, was wir verwenden können. Und ich bringe noch eine Zitrone mit. Und was mache ich aus der Zitrone? Bio-Zitrone natürlich sollst du heiß gut abwaschen. Und wir schneiden jetzt hier so Rallye-Streifen rein, also so richtig, ja, was heißt so Streifen? Also wenn das so ein bisschen die Schale dicker ist, guck mal, so. So Einkerbungen. Dann kann man auch schön damit die Torte, wenn du jetzt eine Torte hast oder einen Kuchen hast, auch natürlich dekorieren. Das hat auch wirklich was
wirklich rein Dekoratives zu tun. Die Vögelchen zwitschern so schön. Hört ihr das? Aber auch so ein bisschen Kirmes-Feeling ist das, ne? Kennst du das, Niklas? So von Liebesapfel und so, was jetzt so schön in diese bunte Zuckerglasur mit eingetaucht ist, ja? So, wie machen wir das jetzt? Ich probiere verschiedene Varianten aus. Also einfach mal so. Auch, aber wir können auch dicker nehmen und dann halt halbieren, wie das dann wohl aussieht. So, halbieren. So, dann kann man das hier durchdecken. So, auch Zitrone mit hinein. So, herrliches Wetter draußen. Der Zucker ist jetzt mittlerweile so weit, dass wir direkt damit fortfahren. Sofort. So sieht es denn aus. Also blubbert ganz schön, ist goldgelb geworden. Wie du siehst, natürlich kannst du auch Handschuhe dazu verwenden. Das ist ganz schön heiß. Das ist ja jetzt richtig, richtig schön. Das blubbert, wie wenn man die Erdbeere wirklich... Natürlich werde ich nur die schönsten sehen. Das ist richtig heiß. Ich habe gerade eben die Finger verbrannt. Sollen wir eins mal probieren, Niklas? Ich probiere mal eins. Richtig knackig, richtig süß, lecker. Also es hat sich wirklich gelohnt. Wunderbar. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. So ein klein wenig klebrige Angelegenheit. Dennoch, also wir sind wirklich super mega happy, denn das ist richtig, richtig gut geworden.
So, natürlich muss das jetzt hier noch abtropfen. Und wenn der Kuchen ist, zeige ich dir, wie das geworden ist. Wir hatten Johannisbeeren, Zitronen, Aprikosen, Erdbeeren, Blaubeeren und was haben wir noch? Kirschen und Rosen gemacht. Schreib ruhig auch in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Ich zeige dir das jetzt noch mal schön auf einen frischen Teller angerichtet. Und so sind die kandierten Früchte, so sehen sie denn aus mit Rosen und Früchten. Was wir jetzt hier mit dem Zucker gemacht haben, mit den Erdbeeren. Und wenn der Trockenkuchen fertig ist, dann werde ich das damit auch verzieren. Schaut mal, wie schön die sind. So, schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie es euch gelungen ist, das Nachmachen, wie es euch gefallen hat. Und ich sage danke und bis bald.